Volker Sommann. Guten Abend. Ich bin noch ergriffen von dem Text von Skok. Ich wünschte, es gäbe einen Menschen in meinem Leben, dem ich eine Ampel mitbringen könnte. Leider gibt es diesen Menschen nicht. Darum geht es gar nicht. Mir tut es auch leid, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht das Single-Dasein, das Problem ist ja, dass es Menschen gibt, die einem Ratschläge geben. Und zwar sehr viele Ratschläge. Dazu muss man auch sehr lange Single sein. Ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viele Ratschläge gehört. Ich habe all diese Ratschläge in dem folgenden Text komprimiert. Der Text trägt den Titel dieses Textes, verrate ich zuletzt. Oder Monolog an einen Alleinstehenden. Also ich verstehe echt nicht, dass du Single bist. Ich meine, du bist doch gebildet, selbstständig, belesen und gut aussehend. Ja, finde ich echt, dass du gut aussehen bist. Wirklich, du siehst gut aus für dein Alter. Ich meine, da sehen andere ganz anders aus in deinem Alter. Und Alter, was ist Alter? Das ist doch kein Alter. Aber gut, jung bist eben auch nicht mehr. Also nee, da war doch sogar schon eine 4 vorne, nicht? Ja, siehst du, nee, ich finde, dafür hast du dich super gehalten. Echt super gehalten, du bist doch attraktiv. Ja, attraktiv. Ich meine, mit dir kann man sich sehen lassen. Du bist vorzeigbar. Okay, deine Fingernägel, aber sonst, nee, echt, ich finde, du siehst echt passabel aus, um nicht zu sagen gut. Also jetzt nicht gut im Sinne von schön. Weil ich meine ja, dass du kein Model bist, weißt du ja selbst, aber gut im Sinne von gut eben. Du siehst voll okay aus, sympathisch, du siehst nett aus. Nee, so habe ich es gar nicht gemeint, sondern nett im besten Sinne von nett. Ja, man muss dich einfach mögen, wenn man dich sieht. Verstehe ich überhaupt nicht, warum viele das gar nicht so sehen und dich nicht abkönnen. Nee, gibt so Leute und gar nicht so knapp. Aber ich finde, man muss dich einfach mögen. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso dich niemand haben will. Ich meine, da kann doch jeder froh sein, jemanden wie dich abzubekommen. Die wissen doch selbst alle, dass nicht jeder den wunderschönen Traumtypen abkriegen kann. Irgendwann muss man eben den Realitäten, und du bist eben so eine Realität. Nein, das war ein Kompliment. Echt jetzt? Ich meine, du bist eine gute Partie. Ich meine, was ich sagen will. Du siehst aus. Und das tun ja längst nicht alle. Und du bist dazu noch groß, schlank, wirkst sportlich. Also halbwegs machst du eigentlich Sport? Ach, Badminton. Na gut, ist auch Sport irgendwie. Egal, nee, dann bist du noch belesen, hast Humor, bist intelligent, quasi verdienst eigenes Geld. Das sind doch auch alles Qualitäten irgendwie. Ich meine, du bist echt ein Traummann. Wirklich, musst du dir immer wieder sagen, du bist ein Traummann. Ja, also für mich jetzt nicht. Ich stehe mehr so auf andere Typen. Aber nee, wer auf Typen wie dich steht, für die musst du echt ein Traummann sein. Da bin ich mir ganz sicher. Wer Männer wie dich geil findet, der findet auch dich geil. Echt, und da verstehe ich gar nicht, wieso das niemand tut, weil eigentlich findet doch jeder Topf irgendwann einen Deckel. Und ich meine, es gibt so viele Verzweifelte. Nein, so habe ich es gar nicht gemeint. Ich meine, jeder sollte glücklich sein, jemand wie dich, weil ich finde, du bist ein ansehnlicher Topf. Ja, fast ohne Beulen. Das ist auch nur eine Frage der Zeit, bist du mal wieder. Echt, sag, wie lange bist du noch mal solo? Wann war deine letzte... Ach du Scheiße, echt schon so lange. Mann, das macht sie alles noch unverständlicher. Ja, kann ich verstehen, mir tut es auch leid. Gab es da schon den Euro? Nee, ich meine, es gibt doch nun wirklich genügend Menschen, dass von all denen niemand, nee, kann ich nicht verstehen. Dann siehst du, guck mal, sind wir schon zu zweit, die das nicht verstehen. Und ich wette, es gibt noch viel mehr, die das auch nicht verstehen. Und siehst doch mal so, du bist frei, ungebunden, hast keinen Beziehungsstress. Ja, ist so. Beziehungen können auch Stress sein. Echt? Weißt du vielleicht nicht mehr, so lange, wie das bei dir her ist. Ja, idealisiert man ja schon mal so eine Beziehung. Nee, ich würde das gar nicht so hochhängen, eine Beziehung zu haben an deiner Stelle. Ich meine, das ist nicht alles. Klar ist eine Beziehung was Schönes, man ist halt ein bisschen seltener einsam. Das ist schon nicht schlecht. Also eigentlich ist man deutlich seltener einsam. Ich zum Beispiel fühle mich ja fast nie einsam. Also es ist schon schön, so abends nicht allein einschlafen zu müssen. Nee, möchte ich nicht missen. Und Sex, ja, Sex, klar, ist nicht alles, aber macht zu zweit auch irgendwie mehr Spaß als allein. Meistens. Klar, Beziehung, da kann man sich schon dran gewöhnen. Fand ich früher auch immer scheiße, wenn ich mal Single war. War ich ja zum Glück nie lang. Also ich könnte das auch nicht ertragen. Ich bin nicht so der Single-Typ. Dazu muss man schon geboren sein. Hast du schon mal drüber nachgedacht, ob das vielleicht deine Bestimmung ist, Single zu sein? Ja, vielleicht bist du ja einfach nicht für die Liebe gemacht.
Nee, ich finde es schon schöner, nicht allein zu sein. Oder wenn man sich mal nicht so fühlt, dass dann jemand da ist, der mal zuhört und so, der einen wirklich versteht, so ganz tief drinnen auch. Nee, das hat schon was. Oder dass man mal in den Arm genommen wird, wenn es einem dreckig geht. Doch, das hat schon was, da kann man sich dran gewöhnen. Wieso weinst du denn jetzt? Ich wollte gar nicht das Hohelied der Beziehung anstreben. Echt nicht, ganz ehrlich. Meine Einsamkeit hat auch schon so ihre Vorteile in der Beziehung, aber auch. Also ich würde nicht mit der tauschen wollen. Aber manchmal echt beneide ich dich sogar. Wirklich, ja, so ein bisschen Einsamkeit, Melancholie und so. Hey, das ist doch auch mal ganz schön. Also ich mag das. Und ich muss dann immer mit meinem Schatz ins Kino gehen und todtraurige Filme angucken. Und du hast das ganz von allein. Ist doch auch was. Und Hand aufs Herz. Also ganz ehrlich, du als Kreativer, als ich meine, ihr Künstler, da braucht man das auch ein bisschen so Lonely Wolf-mäßig. Da gehört Einsamkeit auch ein bisschen zur Jobbeschreibung, nicht wahr? Die liefert doch auch Inspiration, nicht wahr? Wo willst du jetzt plötzlich hin? Ich dachte, wir trinken noch ein Bier zusammen. Ach, schreiben. Ja, habe ich doch gesagt. Hat auch seine Vorteile, Single zu sein. Siehst du, wenn wir jetzt als Pärchen sitzen würden, dann könntest du dich nicht so leicht vom Acker machen. Wie? Moment, sag mal, geht's noch? Was willst du mir denn jetzt damit sagen? Entweder ich schreibe jetzt sofort einen Text oder ich bringe jemanden um. Ja, und so lautet auch der Titel des Textes. Vielen Dank.